Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte letzt meinen Flohmarkt mal mit dem Handy gefilmt und diese Frage hatte ich zwar schon mal davor bekommen, aber jetzt, seitdem ich das gemacht habe, kam eine Frage sehr oft zum Thema Handyfilm. Und zwar kommt immer wieder die Frage, kann man an so ein Handy überhaupt ein Mikrofon anschließen? Wenn ja, wie? Und kann man eventuell sogar das Rode VideoMic an einem Handy verwenden? So, prinzipiell muss ich dazu sagen, müsst ihr das erstmal an eurem Handy testen. Manche Handys machen es, manche Handys machen es nicht. Wie testet ihr das? Ihr schaltet mal euer Smartphone ein und schnappt euch euer Standard-Headset für das Smartphone. Hier ist ja standardgemäß so ein Mikrofon verbaut. Das steckt ihr in euer Smartphone. Und macht jetzt erst einmal eine Testaufnahme von euch und sprecht hier in dieses Mikrofon hinein. Oder pocht mal dagegen bei der Aufnahme und schaut erstmal, ob euer Handy überhaupt von dem angesteckten Mikrofon aufnehmen kann. Wie zum Beispiel hier, das HTC On kann von einem angesteckten Mikrofon aufnehmen. Das Sony Xperia Z, was ich noch habe, macht es nicht. Das kann aber auch von Software zu Software-Update schon wieder anders aussehen. Deswegen testet das erstmal. Wenn ihr das getestet habt, könnt ihr euch daran wagen, das mal auszuprobieren. Wichtig hierbei ist noch Folgendes. Ein Handy verursacht eine sehr starke Strahlung. Mobilfunknetz, WLAN, was auch immer. Schaltet euer Handy in den Flugmodus, bevor ihr das macht. Weil diese Strahlung geht dann über die Kabel von eurem Mikrofon in die Aufzeichnung quasi rein, habt dann ständig diese Handy-Störgeräusche, besonders wenn ihr das Rode VideoMic an einem Handy verwenden wollt. Wobei das auch ziemlich schwierig mit der Befestigung werden dürfte, aber vielleicht für Interviews könnte das machbar sein. So, nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr Folgendes machen. Also nehmen wir mal an, euer Handy unterstützt die Aufnahme von einem angeschlossenen Mikrofon, dann ist vielleicht nochmal abzuprüfen, gleichen, nimmt es im Stereo oder Mono auf, aber Monoton reicht ja meistens schon aus. Dann geht es an den nächsten Punkt, den Anschluss. Eure Handys haben in der Regel so einen Stecker. Ich zeige ihn euch mal. Ich halte mal was davor. Und zwar hier mit drei solchen Segmenten und hier unten diesen Knubbel. Das ist kein Standard-Mikrofonanschluss. Das ist ein anderer Anschluss. Das heißt, ihr benötigt hier einen Adapter. So einen Adapter habe ich aber noch nirgendwo im Onlinehandel gefunden. Deswegen habe ich mir hier einfach mal selber einen gebaut. Dazu habe ich einfach ein ganz normales Kabel mir gekauft. Das ist eigentlich so eine Art Videokabel. Das kann man aber dafür missbrauchen. Eigentlich ist das Kabel dafür gedacht, ein Videosignal und ein Audiosignal an diverse Geräte zu senden. Es sieht so aus, wir haben hier diese drei Videostecker und hier diesen speziellen Stecker, den wir brauchen mit diesen drei Segmenten und den Knubbel hiervon dran, und zwar 3,5 mm. Diesen stecke ich an so einen Adapter, 3,5 mm, Cinch. Hier stecke ich weiß und rot hinein. Dann benötige ich einen weiteren Adapter. Ist bei mir ein bisschen kompliziert. Ich habe halt jetzt irgendwas aus der Kiste rausgefischt, damit ich das mir bauen kann. Von 3,5 auf 3,5. Ist einfach bloß so eine Art Verbindungsstück. Den stecke ich hier auf und stecke hier mein Mikrofon hinein. Ist schon absolut kompliziert, deswegen würde ich sowas wahrscheinlich auch nie machen. Dann nehme ich einfach meinen externen Rekorder und schließe da mein Rode VideoMic an, da habe ich wahrscheinlich mehr gekonnt. Aber wer das unbedingt machen will, bitte macht es so, das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt steckt ihr diese ganze Konstruktion in euer Handy. Und jetzt können wir mit dem Rode VideoMic aufnehmen. Wir probieren das einfach mal aus. Ich schalte hier mein Handy ein, entsperren, schalte das Rode VideoMic ein. Gehe in die Kamera-App, drücke Rekord und versuche mich jetzt mal irgendwie hier, scheiße,
versuche mich jetzt hier irgendwie mal selber zu filmen und dabei in das Rode VideoMic einzusprechen. Das müsste sich jetzt so anhören. Ich spiele euch jetzt einfach mal den Ton und eventuell das Bild von dem Handy ein, so damit ihr in etwa den Vergleich habt. Also ich nehme an, die Soundqualität des Rode VideoMic wird an einem Handy etwas schlechter sein als an einer Kamera oder an einem Rekorder. Wir testen nochmal, ob es auch wirklich das Rode VideoMic ist. Dazu stecke ich einfach mal das Handy hier unter meine Achsel. Dadurch sind die Lautsprecher vom Handy gedämmt. Und ich schlage mal gegen das Rode VideoMic. Also müsstet ihr jetzt genau gehört haben, dass der Ton auch wirklich vom Rode VideoMic kam. Gut. Also das nur, um die Zuschauerfrage mal zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Eventuell reicht es auch manchmal schon, wenn man einfach ein ganz normales Headset für ein Handy verwendet, was halt eine etwas höhere Qualität hat. Und hier habt ihr ja auch ein Mikrofon dran. Das könnt ihr euch eventuell ja auch hinstecken und mal mit aufnehmen. Bei manchen Handys kommt dann brauchbare Qualität raus, bei manchen eben wieder nicht. Das müsst ihr mal ausprobieren. Wie gesagt, ich halte von dieser ganzen Variante nichts. Ich würde dann lieber einen externen Rekorder verwenden. Also ich hoffe, ich konnte die Frage damit beantworten. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.